Aber jetzt können wir versuchen. Okay, der eine ist schon bei 19, aber ich kann ja schauen, ob wir vielleicht auch noch recht schnell runterkommen. Oh. Weil eigentlich sieht es gerade ganz gut aus, oder? Was? Warte mal eine Sekunde, Leute. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Minecraft Get Down hier auf dem Revinside-Server. Und ja, ich weiß nicht, ob einige wissen, wahrscheinlich wissen alle oder 90% von euch, wie das Spiel funktioniert. Also auf jeden Fall, ich habe es gerade von der Map gewartet. Ich erkläre es auch nochmal ganz kurz. Also man muss einfach so einen Jump'n'Run quasi nach unten machen. Also man fällt quasi nach unten und muss halt gucken, dass man dabei nicht an Fallschaden stirbt. Und dabei auf solche Blöcke jumpen. Ich weiß nicht, was sind das überhaupt für Blöcke? Sind das so Leuchtfeuer oder irgendwie, also solche Blöcke, die seht ihr ja gleich, wenn ihr sie nicht kennt. Und da bekommt man Coins für. Und letztendlich ist dann danach, hat man dann, also nachdem man hier unten ist, es gibt drei Maps. Also man kann entweder rushen und quasi direkt nach unten kommen, so schnell es geht. Oder man sammelt eben Coinblöcke. Und ja, und danach, letztendlich nach diesen drei Maps, gibt es dann ein Deathmatch, bei dem man sich dann mit diesen Coins vorher noch was kaufen kann. Und also gutes Equip. Und danach gibt es eben ein Deathmatch. Und genau, und da muss man sich dann eben battlen. Und wenn er das letzte überlebt hat, dann hat er quasi gewonnen. Und bitte was Positives. Resistenz. Hat gerade ein wenig gedauert, aber gut. Okay. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich spiele das Spiel sehr, sehr, sehr selten. Also wirklich, ist so ein Spiel, was ich eigentlich nahezu nie spiele. Scheiße. Übrigens genau, wenn man runterfällt, verliert man auch ein paar Coins, also das ist ganz normal. Verliert man so 10, 20, 30 Coins oder so, ich weiß gar nicht genau wie viel. Naja, also es ist wirklich so ein Spiel, das spiele ich sehr selten. Ich weiß nicht genau warum, also ich... Bei mir ist es meistens so, ich habe eigentlich immer nur Runden, wo ich keine Coins finde. Das war jetzt gerade schon, habt ihr gerade vielleicht am Anfang gemerkt, ich habe schon ordentlich eigentlich recht viele Coins gefunden, also war ich gerade sehr zufrieden. Und normalerweise, wie gesagt, ich finde fast nie Coins, habe deswegen immer auch nur so 500 Coins oder so letztendlich. Dann kann ich natürlich auch im Deathmatch nichts reißen. Gut, überlebe ich das, wenn ich da runter springe? Soll ich es probieren? Ich gehe jetzt erst nochmal hier drauf. Ja, klar, das überlebe ich. Oh, ist gerade so unangekommen. Jetzt hat einer schon gewonnen, da bekommt man auch ordentlich Coins, wenn man gewinnt. Also es gibt so zwei Typen quasi. Entweder die Rusher, die halt ganz schnell nach unten kommen und quasi wenig auf die... jedes Mal würden die beleidigt, die Gewinner. Die dann quasi ganz schnell nach unten kommen und schauen, dass sie, weil bekommt man halt auch eben ordentlich Coins, wenn man nach unten ankommt. Als erster. Und, da gibt es den anderen Typ, ist eben dieser, der halt eben die Coins sammelt. Und eigentlich sind die meisten, glaube ich, die Coinsammler. Und ich glaube, es gibt eher weniger Rusher als Coinsammler. Aber gut. Ja. So. Gucken wir mal, auf der Karte gibt es immer sehr, sehr wenige Coinblöcks. Coinblöcke. Coinblöcks. Blöcks, alles klar. Hier war mal jetzt mal einer. Oh, nein, 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 nein. Ich bin so dumm. Ich finde es auch eigentlich echt ziemlich schwierig, das Spiel. Aber eigentlich macht es schon ziemlich Spaß, aber ich weiß nicht, ich kann halt nie was reißen, weil ich immer wenig Coins finde. Deswegen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das nicht so oft spiele. Ich bin ja immer frustriert und denke so, shit, das hat der andere da total gutes Equip, findet Coinblöcke wie Santa Meer. Und ich krebs dann da mit irgendwelchen, einer Eisenrüstung rum, wenn überhaupt, und hab dann ein Schärfer ins Eisenschwert oder so, und das war's. Und im Moment, ich hab 440 Coins, das ist wirklich wieder auch nicht viel. Also man sieht es, was andere da haben, 700 irgendwas zum Beispiel, der eine. Also es ist wirklich wieder nicht sonderlich geil, viel. Aber naja, man muss sich mit zufrieden geben, vielleicht kann ich ja noch was reißen in dem Deathmatch. Das werden wir dann sehen. Och, was mache ich denn? Bin ich eigentlich komplett behindert oder so? Jetzt habe ich 118, jetzt habe ich glaube ich irgendwie 20 Coins oder so verloren oder 30 fast. Ja, ich stelle mich aber auch ungeschickt an irgendwie. ja. So. Ich spiele nochmal mit dem Sphex Texture Pack mit Vanilla BD Craft. Von Sphex. Und das zieht natürlich ordentlich FPS, das ist mein Umlinks. Jetzt habe ich wieder über 100, gerade eben hatte ich nämlich nur 80. Das ist halt so ein Pack, das zieht ordentlich. Ist halt vielleicht gerade ziemlich zufrieden, wenn es jemand finishen würde, weil bevor ich hier nochmal irgendwo runterfall, mein Komplett finde ich. Hier kann er mir doch, da ist noch einer. Ach, wieso schafft ihr den Sprung nicht? Was ist das denn? Komme ich hier rauf? Oh je, ich glaube nicht. Nee, das werde ich nicht schaffen. Nee, habe ich nicht geschafft. Nein! Gut. Ich hoffe, jemand finisht einfach, weil ich weiß nicht, die Karte finde ich ziemlich, ziemlich schwer, weil es hier so wenige einzelne Blöcke nur gibt.
Und auch weniger Coinblöcke, wie gesagt. Komm bitte, wenn der jetzt was Negatives ist, komm, ich bin nicht tot. Regeneration, geil. Das hatte ich noch nie bekommen. Das war das erste Mal, dass ich Regeneration bekomme. Ich meine, ich schaue das halt immer ganz gerne bei anderen YouTubern. Ho, ho, ho. Und deswegen kenne ich mich da schon ein bisschen aus, aber naja. Ich selber, wie gesagt, spiele es eher weniger. Hab's auch ja noch nie aufgenommen, wie gesagt. Weil ich weiß nicht, bei mir kommt da, wie gesagt, keine gute Runde zustande. Und dann spiele ich halt lieber Spielmodi, die ich kenne. Aber ich hätte jetzt einfach mal Lust auf das Spiel und ich's mal aufgenommen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr irgendwelche Verbesserungswünsche vielleicht für mich habt. Was ich, vielleicht mache ich auch einfach irgendwas falsch. Wo kommen deswegen so wenige Coinblöcks? Coinblöcke, schon wieder Blöcks. Ich weiß halt wirklich nicht, an was das liegt so wirklich, aber naja. Egal. Wo kann ich hier. Okay. Hä? Kann ich. Aber irgendwie dort eines bei 35. Oh, ich bin bei 55, sehe ich gerade. Hä, aber ich glaube, gefinisht habe ich übrigens noch nie. Na gut, ich habe, wie gesagt, wenn ich mal hochrechne, was ich insgesamt für Runden gespielt habe, da komme ich wahrscheinlich sogar auf unter 10. Also. Oder vielleicht genau 10, aber in jedem Fall nicht 15. Ich habe mit Sicherheit unter 10 Runden. Kann man das eigentlich sehen? Hier ist Stats oder so? Get Down. Spiele 7. Ihr seht's. 7 Spiele habe ich gespielt. Kann ich da drauf? Resistenz, okay. Na gut, da ist einer jetzt bei 10. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Oder? Das überlebe ich nicht. Ich habe noch nie gefinisht. Hab ich nicht überlebt, okay. Ich wollte es einfach, ich wollte Risky gehen. Ja, GG. Hat er schön gemacht. Das war jetzt ein bisschen scheiße am Ende, dass ich das noch versucht habe, aber. Ja gut, er hätte so oder so gewonnen. Er war schneller, er war ein Block weiter unten oder so. Gut, ich 7 gespielt, 7 verloren. Ich habe noch nie gewonnen im Deathmatch. Ich glaube, da geht es ja dann ums Deathmatch. Das mit dem Gewinnen verlieren. Da geht es dann, glaube ich, das Deathmatch mit gemeint. Resistenz, stark. Gut. Nein, ich sterbe nicht. Genau, wegen der Resistenz. Sehr schön. Nochmal Regeneration. Oh, es läuft aber hier. Okay. Genau, wenn man kann auch Leute runterschubsen, habe ich vergessen zu sagen. Wenn man Leute runterschubst, dann bekommt man auch Coins. Und die verlieren auch logischerweise Coins, weil sie ja runtergefallen sind. Also wenn sie sterben. Nur wenn sie sterben. Oh. Okay. Also wenn euch das gefällt, dann nehme ich das ein bisschen öfter auf. Und spiele es auch ein bisschen öfter. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Habe ich da irgendeine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ah, komme ich da hoch? Nee, da muss ich hier runter. Okay, jetzt kann sein, dass ich da hängen bleibe. Ich kann ja erstmal auf den Block hier. Und jetzt kommt. Nee, das war keine gute Idee. Komme ich niemals hoch. Nee. Habe ich nicht. Oh, ich lebe aber noch. Gut. Egal, habe ich jetzt den nicht bekommen. Ich hätte es direkt versuchen sollen, glaube ich. Aber jetzt können wir versuchen. Okay, der eine ist schon bei 19, aber ich kann ja schauen, ob wir vielleicht auch noch recht schnell runterkommen. Oh, weil eigentlich sieht es gerade ganz gut aus, oder? Was? Warte mal eine Sekunde, Leute. Er ist ja genau zeitgleich mit mir gerade runtergefallen und hat den Sieg bekommen, weil er wieder. Soll ich euch was sagen? Genau das ist mir schon mal passiert. Das gibt's nicht. Jetzt ist die Frage: Hole ich mir eine gute Rüstung oder verzauber ich gut? Ich glaube, ich verzauber gut. So. Leute, das. Habt ihr das gesehen schon wieder? Es war schon wieder. Es ist genau wie letztes. Es war letztes Mal haargenau so. Ich schwör's euch. Es ist nicht das erste Mal. So, jetzt kaufe ich mir jetzt irgendwelche Tränke. Kaufe ich mir extra Herzen. Oder kaufe ich mir Level? Ich kaufe mir Level. Und, jetzt habe ich noch 15. Was kann ich mir mit 15 denn kaufen? Okay, kein Trank. Nahrung, klar, geht. Aber ich gucke nochmal, ob ich was anderes bekomme. Nee, das geht auch nicht mehr. Nahrung, Spezial, hier irgendwas 15? Nee. Kaufe ich mir mit 15 einfach. Da kann ich eigentlich ja nur essen, oder? Golobel? Nee. Kein Golobel. Ah, das kostet auch 2, okay. Jetzt verzauber ich noch. Stufe 2, ne? Nehme ich mal an. Rückstoß, Schärfe. Rückstoß. Haltbarkeit. Na gut. Das ist nicht das oberkrasseste Schwert, aber naja. Ich weiß nicht, mit dem Verzauber, das habe ich noch nie so ganz verstanden, irgendwie hier auf dem Server. Wegen Stufe 3 und so, aber. Vielleicht. Ich glaube, mit Stufe 3 hätte ich nicht verzaubern können gerade. Boah, der. Oh Gott, hat eine verzauberte Dia-Rüstung. Geht auf mich? Nee. Alter, leckt mich am Arsch. Wie soll ich den denn jetzt töten, Leute? Wie soll ich den denn jetzt töten? Ich gucke dem sein Equip an.
Na gut, ich versuch's. Okay, das war vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Der hat doch eh ein Verbrennungsschwert. War mir so klar, dass der ein Verbrennungsschwert hat. Komm. Oh, wie viele Herzen hat er? 9! Ah, da hat er extra Herzen, glaube ich, gehabt. Boah, es leckt. What the fuck? Da hat er, glaube ich, extra Herzen, ja. Weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, er hat extra Herzen, weil eigentlich habe ich ihn gar nicht so schlecht gehittet und so eine krasse Rüstung hatte er nicht. Mein Schwert war jetzt auch nicht so unheimlich schlecht. 7,25 für Zauber des Eisenschwert. Ja, er hat mit Sicherheit einfach extra Herzen. Das ist so das Einzige, wie ich mir das gerade erklären kann. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt nicht gewonnen haben. Aber, ja, schreibt mir gerne rein, ob ihr das öfter sehen wollt, ob euch der Spielmodus gefällt. Wenn nicht, nehme ich das natürlich nicht mehr auf, wenn das jetzt irgendwie mega schlecht ankommt. Ich meine, ich sehe es in den Bewertungen. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Haut da rein, liebe Leute. Macht's gut und ciao. Ciao.